Eine Rego 52 der Ex-Reichsbahn vor einem planmäßigen Güterzug in unseren Tagen. Zudem ist das Ostgewächs in den Westen ausgewandert und gehört heute dem Bayerischen Eisenbahnmuseum. 52 81 68 des BEM ist eine von 200 Exemplaren, die von 1960 bis 1967 im RAW Stendal aus der 52 zur neuen Baureihe 52 80 rekonstruiert wurden. Trotz der großen Anzahl von heute noch erhaltenen Maschinen sind davon im Frühjahr 2020 nur noch 6 in Deutschland betriebsfähig. Auch die Leipziger 52 81 54 gehört dazu. Einst war das BW Berlin-Schöneweide eine Reko 52er Hochburg. Heute steht nur noch 52 81 77 der Dampflokfreunde Berlin unter Dampf. Im BW Dresden-Altstadt rollt sie auf die Scheibe. Ebenfalls in den Westen ausgewandert ist 52 81 95. Die Ex-Zittauerin gehört heute der Fränkischen Museumsbahn. Auch 52 80 38 stammt aus Zittau. Sie gehört heute der Dampfeisenbahn Weserbergland. Regelmäßig ist die alte Dame auf der Rinteln-Stadthagener Eisenbahn im Einsatz. Die Geschichte beginnt ab 1942 mit der Baureihe 52. Die Kriegslok sollte als Wunderwaffe auf Schienen die Transportkapazitäten erhöhen. Entstanden ist die fünffach gekuppelte Maschine aus der Baureihe 50. Konzipiert für nur wenige Betriebsjahre, fehlte es den Loks an vielem. Gegenüber der Baureihe 50 sind statt der rund 6000 Teile nur noch 5000 übrig, davon 3000 sogar noch vereinfacht. Rund 6000 Fertigungsstunden pro Lokomotive konnten eingespart werden. Trotz der massiven Einsparungen und Änderungen sollte die 52 die gleichen Leistungsmerkmale wie die Baureihe 50 haben. Ein wahrlich ehrgeiziger Ansatz, der aber fast erfüllt wurde. Bis Kriegsende werden rund 7000 52er auf die Gleise gestellt.